Verbier, einer der renommiertesten Skiorte der Alpen. Die Chalet-Hochburg im Unterwallis ist eines der Schweizer Dörfer, von dem so ziemlich jeder Skifahrer schon einmal gehört hat. Verbier liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Martigny auf der östlichen Talseite des Val de Bagne. Das Skigebiet ist heute Teil der Quatre Vallées, dem größten zusammenhängenden Skiareal auf Schweizer Boden. Noch bis nach der Jahrtausendwende wies Verbier eine Vielzahl an relativ betagten Anlagen, vor allem fix geklemmten Zweiersesselbahnen auf. Innerhalb von gut einem Jahrzehnt sind nahezu all diese Anlagen durch neue, moderne Bahnen ersetzt worden. Eine der ersten innerhalb dieser Modernisierungswelle war 2006 die Sesselbahn Combes à Médron Tête Vaux. Das Corps des Runettes war bereits 1950 durch die erste kuppelbare Kabinenbahn der Schweiz erschlossen worden. Knapp 10 Jahre später erfolgte die Erweiterung über Atelat bis auf den über 3000 Meter hohen Mont Gelee. Hierbei handelte es sich jedoch um relativ kleine Pendelbahnen mit geringer Förderleistung. Zur Vermeidung der langen Warteschlangen wurde 1964 die Firma Giovanola mit dem Bau einer neuen Kleinkabinenumlaufbahn beauftragt. Diese führte vom Corps des Runettes zum Tête des Vaux und doppelte damit faktisch die völlig überlastete Pendelbahn nach Atelat. Zur damaligen Zeit war die Anlage mit ihren Schwerkraftklemmen und einer spektakulären Trassierung über knapp 1,9 Kilometer bis in 2700 Meter Höhe eine der herausragendsten Kabinenbahnen überhaupt. Nichtsdestotrotz war sie den Anforderungen des modernen Skigasts über 40 Jahre später nicht mehr gewachsen. Problematisch war vor allem die Tatsache, dass für eine Fahrt die Ski abgeschnallt werden mussten und ein Fußmarsch und Treppensteigen in dem unübersichtlichen Stationskomplex Les Runettes unumgänglich waren. Aus diesem Grund setzte man beim Ersatz auf eine Sesselbahn mit neuer Trassierung. Der Standort der Bergstation wurde beibehalten, die Talstation dagegen wurde strategisch günstiger an der Abfahrt durch das Combes à Médron platziert. Auf diese Weise konnte eine andere Sesselbahn der Firma Staedeli, die 1977 als zusätzliche redundante Bahn gebaut worden war, gleich mit ersetzt werden. Die Strecke besitzt eine außergewöhnlich steile und spektakuläre Trassierung, die von vielen Gefelsbrüchen durchsetzt ist. 500 Höhenmeter werden auf nur 1,5 Kilometern Strecke überwunden. Bei einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde dauert die Fahrt über 17 Zwischenstützen gerade einmal gut 5 Minuten. 2800 Personen pro Stunde können so auf diese Weise befördert werden. Damit zählt die Sesselbahn Combes à Médron Tête Vaux zu den mit Abstand interessantesten Standardsesselbahnen des neuen Jahrtausends.